Alex, die Schreibschrift ist nicht lesbar. Das sieht aus wie fucking 80s, wo Word aufgekommen ist. Was ist gekommen? Es sind 350 Fernbedienungen. Es tut mir leid. Leider konnte ich nicht verstehen, was Sie meinten. Aber das ist natürlich schon, naja, 15-20% Kreativität und 80-85% Blut, Schweiß und Tränen, das hinten dann auch zu liefern. Wir sind heute in der Nähe von Salzburg bei Rovido, das ist unser Hersteller für Fernbedienung. Und was wir heute hier sehen werden, ist das erste Modell der neuen Fernbedienung. Ja, 699.999. Neue Fernbedienung, das ist eigentlich die Hauptveränderung. Es folgt diesem Prinzip, dass wir weicher werden. Es fühlt sich super an. Es fühlt sich besser an als die alte. Es wird halt eher ein Handschmeichler. Und da sind wir zum Schluss gekommen, dass die Farbe, die wir jetzt gewählt haben, mehr oder weniger sich am neutralsten verhalten, bei unterschiedlichem Licht und sehr edel wirken. Und jetzt auch beim Verdehen, wenn man darauf tut, wie ist die Farbe hier von der Druckung zu der Rechtsehe. Da ist immerhin etwas, was der Ton aufnimmt. Die wollt ihr uns ja nicht mitgeben. Da haben wir schon in Salzburg gesagt, eigentlich gefällt uns der Farbton besser. Und ihr erinnert euch immer noch, wo der Felix meinte, so, ja, ich verpasse. Das ist schon kommentiert worden. Das, was wir jetzt nehmen, ist das, was wir eigentlich gar nicht bestellt haben. Aber es ist gut, dass es kommt. Also die Stoffproduktion die wird in Österreich gemacht. Das ist eine Firma nach vor Schweizer Grenze, Willy Herrmann. Und das war wirklich ein Prozess, der uns manchmal schlaflose Nächte bereitet hat und sehr herausfordernd war. Der Stofflieferant, den wir haben, der kommt aus der Vorarlberg, also fast zur Grenze zur Schweiz, aber eben nicht in der Schweiz. Es gibt in der Schweiz nicht so einen Stofflieferanten für Akustik. Es ist auch so, wir gehen nicht außerhalb der Schweiz unbedingt, weil wir sagen, ja, das ist wie ein Kostenthema oder so, sondern die Leistung gibt es schlichtweg nicht. Unsere Qualitätsstandards sind schon enorm hoch. Ja. Ich sage das immer als Deutscher auch in der Schweiz, ja, du denkst als Deutscher schon, Qualität ist ja eine ganz wichtige Sache und der Standard ist irgendwie hier. Du kommst in die Schweiz, dann geht der Standard nach da. Ja. Das ist jetzt eines der allerersten Gehäuse. Wir können dank der Vorarbeit, die wir schon hatten, haben wir einen recht guten Startpunkt gehabt, also wo dann mal alles da war. Alles drauf, sämtliche Schlüssel, sämtliche Zertifikate. Wir haben jetzt vor IP 2000, von neuer Hardware, ungefähr vor 2 Wochen die ersten Boards bekommen. Wir müssen sicher noch fertig bauen, dass die LED-Steuerung super funktioniert, dass er auch einen fortgesetzten Dialog versteht. Also das ist mal ein relativ einfacher Satz. Und eben die Skills bei uns im Backend, die müssen merken, aha, okay, anrufen, dann ist wohl die Applikation gemeint. Der Hosi ist wohl der Hans Müller, weil ich habe nur einen Hans. Und der hat die Nummer, im besten Fall hat er eine, wenn er zwei hat, dann sind wir einfach schon wieder in so einem fortgesetzten Dialog mit der Rückfrage. Und das werden wir müssen ausbauen. Also, wir sind hier bei uns im Swisscom Tower und machen jetzt eine kleine Führung durch das neue EOS 4. Wir haben entschieden, dass wir Fullscreen-Bilder werden haben. Durch das haben wir fast keine andere Option gehabt, dass wir haben müssen auf ein dunkles UI gehen. Ich finde, das wirkt schon wirklich doch sehr anders. Ich finde auch cool auf dem Home. Wenn man da jetzt nochmal drauf guckt, stichen auch die einzelnen Welten besser hervor. Das ist dreckig, der Rechner. Ja, das ist halt ein Arbeitsgerät. Ich habe jetzt den Verlauf wirklich nochmal neu gebaut in Photoshop. Und da haben wir jetzt noch die Schritte 95% und 100%.
Hast du das auf einem weißen Hintergrund auch getestet? Ja, das habe ich natürlich wie immer auch schon getestet. Du kannst da schauen. Super, ich habe gewusst, dass die Frage kommt. Die kreative und die Wertschöpfung im Make It Happen, die ist hier in der Schweiz. Das ist ein Team vorwiegend hier in Zürich, kleinerer Teil auch in Bern. Ganz greifbar natürlich das Thema, da ist eine Box hinterher, die hat ja irgendeine Form, ein Aussehen und so weiter. Und das machen wir. Und da legen wir ganz großen Wert drauf, weil, sag mal, in dieser Box lebt natürlich auch die Swisscom-Marke. Ich bin gerade von Köln zurückgekommen, wo ich die Firma Comevis getroffen habe. Die Firma Comevis ist spezialisiert auf Soundbranding und sie helfen uns, die neue Stimme vom Sprachassistenten der Swisscom zu kreieren. Also wir haben uns überlegt, wie die Stimme von unserem Assistenten soll tönen. Sie muss zum Beispiel freundlich sein, sie muss charmant sein, sie muss kompetent wirken. Hallo und herzlich willkommen bei Swisscom TV. Also wir haben das erste Mal ein Skript müssen definieren, was die Sprecherin muss in dem Mikrofon hineinsprechen für die Aufnahme. Das haben wir zusammen mit Microsoft gemacht. Das sind 2000 Ziele. Der große Clou ist natürlich schon, dass wir nochmal bei dem Thema Bedienung mit Sprache eines drauflegen. Kann eben durch den Raum sagen, hey Swisscom, und dann passiert etwas. Hey Swisscom. Hey Swisscom. Hey Swisscom. Okay, Swisscom. Bitte Lüter. Bitte Lüter. Wir machen hier die Review vom Direct Mail. Ich habe eine Aufmerksamkeit, die persönlich ist, überraschend ist, wenn man es aufmacht, andere Seite, ist dann die ganze Auflösung, dass man erklärt, hey, das ist die neue Entertainment-Box. Und ich glaube, ja, kommt gut. Für den Boden haben wir verschiedene Vorschläge gemacht, für Materialien. Wir haben für das Podest verschiedene Varianten gemacht. Jetzt habe ich so das Gefühl, da käme doch noch ein bisschen Licht und irgendwie hat es noch Platz, aber das Podest ist halt zu hoch. Wir sind hier bei TV Analytics. 2000 haben jetzt das Glück gehabt, dass sie die neue Box auch testen dürfen. Ja, aber es ist nicht etwas technisches Gerät, es ist irgendwas so etwas. Was hat etwas Heimeliges? Ja. Und nachher melden uns die Friendlies auch all ihre Eindrücke und ihre Probleme. Ich denke, das Projekt war möglich, weil individuell tolle Menschen sich gemeinsam engagiert haben und damit noch was Größeres erreicht haben. Aber sowas von sind wir bereit.